Oh, was ich im Spiel noch gerne hätte, wäre, wenn man. Immer einen Fotomodus? Wie wäre es einfach mit so einer Galerie, wo man sich die Monster anschauen kann? Dann einfach drumherum drehen, ranzoomen kann und so weiter. Das wäre noch schön. Und dann noch als Top obendrauf, wenn sie noch ihre Angriffe ausführen könnten, dass man die noch anschauen kann. Das wäre schon edel. Wie wir Aufgaben an die Gelehrten verteilen, möchtest du wissen? Ganz einfach. Wir lassen sie studieren, wonach ihnen der Sinn steht. Nein, ich meine das ernst. Bei den Persönlichkeiten hier ist Laissez-faire wirklich die beste Methode. Also, meine Sternschnuppe, wie kann ich dir behilflich sein? Diese arrogante Fatzke. Ich bin doch nicht seine Sternschnuppe. So, Flora. Kampfwahl erledigt. Sehr viele Rüstkugeln. Wäre schon sehr nice, ja. Das haben wenige Spiele. Obwohl, mit der Häufung kommt das ja aber mehr. Es wäre schön, wenn das ja mehr Spiele hätten. Ich meine, der Fotomodus hat sich ja auch immer mehr durchgesetzt. Das da, das wäre schon cool. Ja, Honig sammeln wir auch nochmal. Also, welche Quest jetzt? Oh, eine Spezialarena Barot. Das machen wir doch. Aber nicht mit dem leichten Bogengewehr. Wir können jetzt mal das Schwere austesten. Ich denke, das Schwere können wir schon gut einsetzen. Also rauf in die Schmiede. Wie sie da immer noch arbeiten. Ach, wenn es so aussieht, als würde der alte Boss, der Ingenieur, machen, was er will. Seine Fähigkeiten sind beeindruckend. Er kennt sich mit der Architektur, Design, Herstellung, Anpassung. Also er kennt sich aus mit ewigen Dingen. Es gibt nicht viel, mit dem er nicht klarkommt. Mein Augenlicht ist durch das Feuer fast erloschen, aber mit einem Viverianer, mit seiner Viverianer-Zauberei kann ich immer noch nicht mithalten. Also, was haben wir diesmal zusammen? Wem spricht er eigentlich? Dem alten Spieler? Ha. Schweres Bogengewehr. Muss ja auch sehr heiß. Ja, ja, das war das Erste, was ich dachte, als ich vorbeikam. War ja schon mal bei so einem. Wie sagt man das? Das Feuer, das man macht. Sonnenwend. Bei so einer Sonnenwendfeier. War das das, wo man das Feuer anzündet? So ein großes Feuer, das kann halt schon halt sehr strahlen. Und das da, das muss ja die Hölle sein. Aber die Leute sind halt hier schon etwas anders gebaut. So, wir nehmen wieder den Erzbaum. Aber den können wir hier sogar verbessern, weil wir den, glaube ich, haben. Eisenüberfall. Genau den wollen wir. Osterfeuer? Dann war es ein Osterfeuer. Ich glaube, Sonnenwindfeuer war was anderes. Wollen wir natürlich ausrüsten und wir nehmen das nächste auch. Machalit erst haben wir sowieso. Hammermäßig. Ich glaube, das konnten wir noch weiter anpassen, indem wir Bogengewehr umbauen machen. Bogengewehre lassen sich durch Umbauten verbessern. Wie viele Umbauten umgesetzt werden können, hängt von der Seltenheit des Bogengewehrs ab. Mehrere Umbauten mit demselben Effekt sind kumulativ und verstärken den Effekt noch mehr. Seltenheit 1 bis 2, ein Umbau und so weiter. Scrolle mit dem Mausrad durch das Fenster rechts in der Mitte und sieh dir die Änderungen an, die hinzugefügten Modifikationen hervorrufen. Ich könnte bei der Hitze nicht arbeiten. Manche treibt das an. Nee, ich auch nicht. Nö. Vielleicht mögen die das. Für dieses Bogengewehr wurden Spezialumbauten hinzugefügt, die aktivere Jäger unterstützen. 1. Ausweich nachladen. Mehrfach ausrüstbar. 2. Wyvern-Explosion oder Wyvern-Explosion, Typ 2, nur einmal ausrüstbar. Und Spezial-Zielfernere Umbau, nur einmal ausrüstbar. Hinweise, Wyvern-Herz 2 und Wyvern-Auge 2 muss kompatibel sein, nur ein Typ ausrüstbar. Verstärkt Lauf, langer Lauf, nur ein Typ ausrüstbar. Ah, Ausweich nachladen.
Das sieht cool aus. Ein Umbau, mit dem du nachladen kannst, wenn du ein gleitendes Ausweichen ausführst. So kannst du während dem gleitenden Ausweichens eine Einheit Munition nachladen. Und dazu musst du nach dem Schießen ausweichen. Rüstest du mehrere dieser Umbauten aus, kannst du auch mehrere Munition nachladen. Verstehe. Sieht edel aus. So viel zum Lesen, uff. Er funktioniert gut mit kleineren Kalibern und Munition, die sich sehr langsam nachladen lässt. Und denn so kannst du in Bewegung bleiben und weiterfeuern. Waffenexplosion Typ 2. Bam. Ein Umbau, der es dir erlaubt, Waffenexplosion Konter mit verbesserten Explosiveigenschaften abzufeuern. Dieser Konter hat eine kurze Reichweite und ein kleines Zeitfenster für die Detonation. Aber du kannst Monster dazu bewegen, die Munition mit einem ihrer Angriffe explodieren zu lassen. Also ist das mehr so ein Nebel oder wie? Ah, nee, am Boden. Okay. Und da der Umbau die Reichweite stark verkürzt und den Rückstoß erhöht, solltest du Monster erst heranlocken, bevor du schießt. Es kann jeweils nur einer dieser Umbauten verwendet werden. Spezialziegelfernrohrumbau. Ein Umbau mit dem exakten Ziel möglich wird, indem ein Spezialziegelfernrohr an deine Waffe befestigt wird. Eine superkritische Entfernung wird erreicht, indem der Fokus des Zielfernrohrs angepasst wird, bis das Fadenkreuz orange leuchtet. Passe den Fokus beim Zielen mit irgendwas an. Oh Gott, ich habe diese Seitentasten nicht. Nee, das ist, glaube ich, bewegen. Mit Shift, oh Gott. Aktiviere die aktivierenden Umbau, indem du bei gezogener Waffe alle Tasten drückst, die es gibt. Und was? drückst oder indem du das Spezialziegelfernrohrobjekt nutzt. Das Fernrohr kann mit gezogener Waffe genutzt werden, indem du es im Tortenende zuweist. Wenn weißt, du kannst den Umbau nur einmal ausrüsten, okay. Ja, mein Eisenüberfall. Ach du meine Güte. Okay, das ist nur Munition. Das ist einfach. Wir haben einen Umbau und wir können das hier reintun. Der Rückstoß, wir können ihn ein bisschen verringern. Nachladeassistent. Reduziert die Nachladezeit. Abweichungsunterdrücker. Das Problem ist bei der Maus und Tastatur möglich, falls du gewisse Tasten nicht haben solltest. Ich habe ein bisschen was abgeändert, weil sonst hätte ich nicht die Spezialfähigkeit verwenden können. Oder ich hoffe, wir können das noch hinbekommen mit den Tasten, die wir jetzt derzeit drin haben. Nahdistanzangriff hoch. Okay. Ferndistanzschild. Verteidigt automatisch, wenn die Waffe gezogen wurde. Mehrfache Ausrüstung gibt besseren Schutz. Spezialziegelfernrohr. Okay, wir können sowieso nur eins nehmen. Und für mein Herz Umbau. Und Auge. Es hängt da wieder von der Waffe ab. Nee, warte, was haben wir? Alter, da stand's kurz. Wir haben das Herz. Okay. Und wir können das umbauen zu Typ 2? Die Kraft von Wirbelherz wird stärker, je mehr Kugeln hintereinander ein Monster treffen. Verstärkter Lauf. Verstärkt Stichschaden und verbessert Betäubung und Ermüdung. Ich glaube, das nehme ich. Langer Lauf erhöht Kugelgeschwindigkeit, verbessert Höchstmaß und kritische Reichweite. Ist auch cool. Nehmen den verstärkten Lauf. Weil wenn wir ja jetzt gegen eine Barhaut kämpfen, dann lohnt sich das. Wir nehmen mal das hier. Supi. So, dann rein damit. Wir brauchen nichts davon. Platz ist Platz.
Die Spezialarena. Junk Pukey Pukey. Die Spezialarena ist mit Kanonen, Ballisten und einer Falle mit herabfallenden Felsen ausgestattet. Jage mithilfe dieser Ausrüstung deine Ziele. Wenn du ein Monster auf einer Quest oder Expedition erjagst, wird dessen Spezialarena-Quest freigeschaltet, mit einigen Ausnahmen. Die Reihenfolge auf der Questtafel ist zufällig. Okay, dann fangen wir die. Also nicht hier. Weil generell sollten wir die Gegner fangen. Dann lohnt sich das. Ich habe ich eigentlich alle gefangen. Den Jaka schon mal gefangen? Ich glaube nicht. Kuduyaku habe ich gefangen. Daran erinnere ich mich. Ich glaube, das steht dann bestimmt irgendwo da. Also, gibt es hier in Monster Hunter Freedom oder Unite irgendwo eine Ballistenkiste? Die gab es immer bei den Verteidigungsmissionen. Warte ich da irgendwo hin? Für mich ist der Krieg nicht vorbei, schade. Es sieht auch schön aus hier. Mit den Windmühlen und so weiter. Ah, Kartoffel, sehr gut. Und die haben das nach der Schlucht hier nachgeahmt. Beziehungsweise, ich glaube, die haben das wirklich in die Schlucht reingebaut. Ich habe sie nicht, das woanders. Okay, schade. Ja, Seilbahn. Bop. Ach, deswegen haben sie das da. Das bewegt sich. Ich dachte schon, das wäre nur Deko, aber nein. Nach der Seilbahn gibt es Ballistenmunition. Wo? Ah. Komm her, meine Ballistenmunition. Maximal. Damals musste man das alles aufheben. Einzeln. Das war beim Laoshang Lung so. Ein Stück nach dem anderen. Oh, ich glaube, warte. Wenn wir uns ranschleichen, dann nehme ich eine Kanonenkugel mit. Aha! Komm, Kartoffel, mach's mir gleich. Wir laden die mal. Ich weiß aber nicht, wohin die feuert. Wenn wir 5 Kugeln nachladen? Okay, dann ist es wie bei, am Sora mag daraus. Okay, wie locker ich hier den jetzt darüber? Warte, ich habe eine Idee. Wir haben das ja gelernt beim Großjagras. Okay, warte. Er ist zu weit weg. Also, komm darüber. Okay, feuern wir einfach mal. Okay, der schießt etwas zu gerade. Die Kanone feuert zum linken Drachenspeer, okay. Dann suchen wir eine andere, die weiter unten ist. Die hier zum Beispiel. Die ist weit unten, das sollte gehen. Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht sieht. Kannst du aber verschieben, falls nötig. Okay, wunderbar. Ich meine, hier wäre fast im Ziel. Ich möchte einfach mal testen, wie das geht. Okay, da müssen wir wieder aufpassen. Da läuft immer dieselbe Route. Das heißt, wenn wir die ein bisschen verschieben, sollte das gehen. Nachladen. So, dann verschieben wir die wahrscheinlich hier, ja.
Das sieht gut aus. Und Feuer. Feuer. Okay. Wo ist die Balliste? Da oben. Ist sie hier? Ja. Hier an der Seite. Ich dachte schon hier oben. Aber da an der Seite. Sehr schön. Okay, wo ist die Munition? Der hat uns nicht mehr bemerkt. Der Ärmste. Der weiß nicht, was los ist. Okay. Dann öffnen wir das. Gut, die Kartoffel hat zugedreht. Wunderbar. Komm her. Bisschen größer als normal. Ich glaube, der kommt ein bisschen größer vor. Der kommt mir sehr groß vor. Der ist ein Gigant. Aber jetzt können wir das ja sehen. Der hat wirklich keine Nase. Der ist wirklich da oben drin. Munition. Hier, Perforation 2. Komm her. Und schon was gebrochen. Wie war da die Streuung? Okay, das war ein bisschen zu blöd. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, warte. Oh Gott, da brauchen wir ewig dafür. Egal. Der Angriff ist super. Also ich mag den. Nur, es ist etwas gefährlich für uns. Okay, okay, wir müssen aufpassen. Arme Kartoffel. Sie sind Kartoffelbrei. Ernstes Ding. So. Kartoffelbrei ist lecker. Hätte ich gerne wieder. Achso, okay. Normale Munition. So, komm her. Nee, geh weg. Geh weg. Bam. Gezeichnet.
Gott, das Ärmste. Ich bin eigentlich ein Monster. Wir haben es nur gefangen, um es wieder zu töten. Oh, Kartoffel, gut geht's dir. Warte. Hey, Kartoffel. Das ist dein Hebel. Das ist... Vielleicht hätten wir das einfach einsetzen sollen und dann wäre er jetzt einfach weg. Ja, das sah unglaublich stark aus. Ich meine, wir kennen das aus Monster Hunter Freedom und Freedom Unite. Das sah brutal aus, ja. Ich wollte es nicht so ausdrücken, aber ja. Es, man muss sich das ja mal vorstellen. Ich meine, damals in Freedom, in Monster Hunter Freedom haben wir das ja gegen den Lao Shan Lung eingesetzt. Er wäre ja einfach durchbohrt gewesen davon. Oder auch gegen den Shengaron oder Shengaroen oder so. Diese riesige Krabbe. Oder ich glaube, da hatten wir... Doch, da müssten wir das auch gehabt haben. Es muss schon ordentlich wehgetan haben. Ja. Hätte ich lieber eingesetzt, wenn... ich wusste nicht, dass es da ist. Aber ich hätte es gerne... Ich würde es gerne sehen. Aber wenn wir weitere Monster fangen, können wir das ja mal machen. Ist ja schön, dass man, wenn man die fängt, das als Belohnung nochmal bekommt, dass man die in der Arena herausfordern kann. Oh, Pogi, das muss sein. Perfekt. Na gut, dann machen wir doch noch eine Quest mit dieser Waffe. Und jetzt war, wir haben... Eine optionale Quest und zwar auf Stufe 4. Oh Gott, haben wir da viele. Wir können ein Paulumo damit angreifen. Ein Ratian. Wyvern-Eier. Ich weiß nicht, wie. Wyvern? Ich glaube, man sagt Wyvern. Wyvern klingt ein bisschen blöd. Ich sag Wyvern. Ein neuer Herausforderer, Paulumo. Der Henkers Bausch, der Fürchterliche. Er ist ein echter Luftikus. Nimm dieses Schwergewicht nicht auf die leichte Schulter. Arena-Mädel. Meine Güte, die sagt das. Versuch mir den doch einfach mal. So, schauen wir mal auf die Belohnung, die wir da haben. Alles klar? Natürlich. Würdest dir was ausmachen, mich Chef zu nennen? Ich sehe doch wie ein aus. Also, mich Chef zu nennen. Ich sehe doch wie einer aus, meinst du nicht? Ich wünsche, die anderen würden das auch so sehen, aber wie kann ich dir helfen? Ja, wir ernten Honig. Ich würde dann gerne noch etwas dümmen, und zwar Lockmittel in Gelee. Weitermachen. So. Und dann schnell zur Kantine, wir machen genau da weiter. Das Chefkochgericht. Das heißt, wenn jetzt der Barot so groß war, dann muss dieser Paulumo gewaltig sein. Wir sehen nur noch den ganzen, wir sehen nur einen Flügel. Ich meine, die hatten ja in, war das Monster of Freedom oder Freedom Unite? Aber die haben sich ja meinen Scherz gegönnt. Und zwar gab es eine Quest gegen den Ryan, ich glaube, der heißt Ryan Kutku? Aber das müsste ja sein, dieser exotische Vogel. Und zwar gab es mal eine Quest, in der man gegen einen ganz, ganz kleinen antreten musste. War, glaube ich, genauso groß wie so ein, ich habe den Namen vergessen, aber der war relativ klein. Kleiner als ich. Das war witzig. Er war aber trotzdem stark. Und konnte einen immer noch wegschleudern. Aber er war niedlich. Wieso groß ist er gar nicht? Man kann ihn kaum sehen. Würde ich die Kanone nicht aufladen.
Den würden wir niemals treffen. Spüre das Monster auf. Der ist ja winzig. Nee, wir schießen mit der Balliste drauf. Ja, und ich muss eh nachladen. Solche witzigen Event-Quests gibt es auch hier. Und da wirst du einen Spaß machen. Oh, wunderbar. Das war halt wirklich witzig. Ich mochte das. Es wäre noch schöner gewesen, wenn es noch mehr Monster gegeben hätte, die bei dem Saisonwitz gemacht hätten. Ich glaube, das war nur einmal bei den Ryan Couture. Und mehr nicht. Trotzdem, ich mochte die Quest. Ich habe sie ganz oft gemacht. Ja, da kannst du dich aufregen. Nicht mein Problem. Ich gehe nach Hause. Oh, der ist ja schon da. Warte. Okay, ich kann vorher schießen, bevor ich mich überhaupt drehe. Aber auch nicht schlecht. Nächste Munition. Warte, ich habe eine Idee. Da. Falsch. So, mache ich das nochmal. Okay, er ist wütend, da bringt das nichts mehr. Autsch. Ja, perfekt. So, komm her. Okay, ich habe ja schon gedacht, dass... Okay, der ist auch größer. Er sah am Anfang so ganz klein aus und macht der Schaden. Wofür ist der Hebel? Warte, hilf mir. So, perfekt. Danke schön, Kartoffel. Ich bin keine Ahnung, was der Hebel macht. Wird eingesetzt. Okay, komplett daneben. Er fährt eine Steinfalle in der Mitte der Arena. Sogar mit Schiene, wie nett. Er kommt aber wieder, keine Sorge. Okay, wunderbar. Du konntest mal richtig einsetzen. Warte. Da. Ich trinke lieber nochmal. Falsche Munition. Das hätte ins Auge gehen können. Das ist cool. Jetzt haben wir die richtige. Oh ja. Okay, perfekt. So. Der atmet mir die Munition weg. Schauen. Okay. Ich wollte's. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht so gemeint. Ist ein bisschen grausam, dass wir aus denen einen Ballon hergestellt haben, damit das Schiff weiterfliegen kann. Ich sollte mal ein bisschen heilen. Komm schon.
Okay, das ist ja blöd. Aber ich... Nee, ich setze das jetzt ein. Komm. Seine Drachenspeer kann jetzt eingesetzt werden. Dann locken wir ihn doch mal darüber. Komm her! So, der ist ja noch blind. Direkt in meine Falle. Oh, er ist mich weggeatmet vom Hebel. Er ist schlau. Aber ist er schlauer als das? Ja, ist er. Warte, runter mit dir. Dass er noch fliegen kann. Das ist noch kein Stand. Dieser Angriff, den er gerade gemacht hat, ist übrigens ein ganz alter Angriff. Er hat, jetzt komme ich wieder mit den Weinkutkur. Er hat auch damals den Weinkutkur verwendet. Ich glaube, das ist auch so ein Standardangriff, der Rathalos und Rathian machen den auch. Ist aber schön, dass man die halt auch wieder sieht. Auch wenn es halt Wiederverwertung heißt, aber... Verbinde Schönes mit dem Angriff und Schlechtes. Spring! Falscher Angriff. Oh nein. Oh nein. Ich mag die alten Kamellen. Manchmal sind sie schön. Ah, und nochmal. Okay. Und ab und bam. Komm schon. Dass er mich manchmal wegatmet. Sehr gut gemacht, Kartoffel. Der kostet ganz schön viel Munition. Der kann ich jetzt daran das mal testen. Wie mache ich das nochmal? Okay, jetzt ist es sowieso schlecht, der ist wieder wütend. Ist der Stein da? Nee. Aber wie mobil der ist. Es war ein perfekter Schuss zwischen Flügel und Brustkorb. Sauber, effizient. Die anderen Schüsse gingen alle daneben.
Oh nein, jetzt sieht er nicht mehr so friedlich aus. Wir schauen uns gleich den Kopf an. Nehmen wir noch seinen ganzen Pelz. Ja, nee. Das arme Ding. Genau ein Schuss. Das war der richtige. Oh, warte, warte, ist ein schönes Bild. Kartoffel hat es getan. Sehr gut gemacht, Kartoffel. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Ach, schönes Bild. Sieht etwas komisch aus, aber hier sieht man das perfekt. Eine riesige Kugel. Okay, was haben wir gefunden? Pelzgewebe. Eine ganze Rüstkugel plus. Reagiert einzigartig auf Hitze. Fusioniere sie doch mit Ausrüstung, um diese ein wenig zu verbessern. Ja, irgendwann mal bestimmt. Wir sind hier, kommen gerade ganz gut durch. Sehr schön. Gadget-Erfahrung verbessert.